Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend, liebe Teilnehmer unseres Workshops. Ich begrüße Sie recht herzlich heute Montag, 25.11. Mensch, das Jahr schreitet voran und schreitet seinem Ende zu. 25.11., Montag, deswegen sind wir hier im Agile Care Workshop. Ich freue mich, dass Sie da mit dabei sind und begrüße allerdings auch natürlich, nicht nur allerdings, sondern auch selbstverständlich, diejenigen, die sich im Nachhinein die Aufzeichnung anschauen und dann eben auch unseren Ausführungen folgen. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sind, dass Sie das immer mitgestalten. Und ja, lieben Dank auch an meine Eltern. Lieben Dank, dass ihr mit dabei seid und mich hier unterstützt bei unserem Workshop. So, und dann würde ich denken, legen wir gleich mal los mit der Präsentation. Ich könnte noch mal kurz fragen, ob Sie mich gut sehen und hören können, ob das gut funktioniert für Sie, sodass Sie eben hier keine Probleme haben, mir zu folgen. Vielleicht können wir da kurz meine Rückmeldung hören. In Reichenwalde bin ich gut zu sehen und zu hören. Wunderbar. Vielleicht schreibt noch jemand anderes, aber das sollte eigentlich ausreichen. Vielen Dank, Herr Schuster. Also einmal quer durchs Land bis zu Ihnen hat auch funktioniert. Vielen lieben Dank. Dann starten wir hier mit den Slides. Das habe ich irgendwie versaut. Hoffentlich nicht. Da, jetzt. Also fangen wir hier mit der Präsentation an. 25.11. Das hat gut funktioniert, 25.11. Und das sind auch die Folien für den Vortrag hier. Und ich gebe sie Ihnen auch hier gleich noch zur Verfügung, dass Sie sich das ab jetzt downloaden können. Das können Sie sich ja gerne auch abspeichern. Ja, wichtige Hinweise ganz zu Anfang. Deswegen, Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und in den vergangenen Vorträgen sprachen wir schon sehr oft über den Darm. Der Darm, das zweite Gehirn, ist Ihnen bestimmt ein Begriff. Als wir über Allergien bzw. Neurodermitis sprachen, war ein Aspekt der Darm und die Darmgesundheit. Die Entgiftung mit Naturtilizin-Mikrometer verläuft entlang des Verdauungstraktes durch den Darm. Am 21.10. ging es um defekte Mitochondrien, die als Ursache für das Entstehen von Morbus Crohn mitverantwortlich sind. Eben diese defekten Mitochondrien, die bei nitrosativem Stress entstehen und sogenannte Mitochondrienkanonen darstellen, die Darmflora somit auch das Mikrobiom schädigen. Den Vortrag über den oxidativen und nitrosativen Stress haben wir am 28.10. gehalten und Sie können ihn auf unserer Seite ulrich-mtc.de unter dem Menüpunkt Beiträge. Und da gibt es einen Untermenüpunkt, der heißt Agile Care Workshops. Dort können Sie sich die gewünschten Workshops aufrufen und eben die Vorträge hier noch einmal aufrufen. Auch teilweise die Folien sowieso herunterladen, aber jetzt auch das im Text nachlesen. Ja, das Thema Darm beschäftigt uns, wie Sie sehen. Und beschäftigt uns und auch Sie und immer wieder. Und ich möchte es heute etwas genauer betrachten. Und dazu schauen wir uns erstmal die Anatomie an. Direkt an den Magen schließt sich der Dünndarm an. Dieser erste Abschnitt des Dünndarms direkt am Magenrand nennt sich auch Zwölffingerdarm, weil er ca. 30 cm lang ist, was 12 Finger breit ist. Und deswegen der Name Zwölffingerdarm, der medizinische Begriff ist Duodenum, falls Ihnen das geläufiger ist. Der Zwölffingerdarm ist, wie gesagt, ebenfalls Teil des Dünndarms
Und insgesamt ist der Dünndarm 2 bis 3 Meter lang. Er liegt in vielen Schlingen im Bauchraum. Sie sehen das hier auf dem Bild, die durch Speichel und Magensaft vorverdaute Nahrung wird im Dünndarm weiterverdaut und verwertbare Nährstoffe und Vitamine werden über die Darmschleimhaut im Körper aufgenommen. Im Dünndarm zerlegen Enzyme die Nahrungsbestandteile, wie zum Beispiel Kohlenhydrate, Eiweiße oder Fette, in ihre Einzelteile, also Zucker, Aminosäuren, Fettsäuren. Und an den Dünndarm schließt sich der Dickdarm an. Das sehen Sie hier in dem Bild, hier links unten. Und zwar, da ist der Übergang des dunkelorangen Teils in den blauen Teil oder blau-grauen Teil, wenn Sie sich das anschauen. Dort ist der Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Die beiden sind getrennt durch die Ileozykalklappe. Man nennt sie auch Bauhin-Klappe. Das ist normalerweise, Sie werden gleich erkennen, worum es hier dabei geht, normalerweise eine Einbahnstraße, also dass hier die Verdauung von Dünndarm zu Dickdarm verläuft, zu Dickdarm und dann Rektum, Mastdarm und so weiter. Die meisten Bakterien befinden sich im Dickdarm. Wir finden im Dünndarm auch Bakterien, allerdings nicht so viele. Und die Flora des Dünndarms ist sehr, sehr sensibel, sodass hier ein zu viel an Bakterien, da geht es halt fast nur um die Anzahl, also ein zu viel an Bakterien, und zwar ein zu viel an 10 hoch 5 Bakterien pro Milliliter. Diese Menge verträgt der Dünndarm, und wenn das zu viel ist, löst das Entzündungen aus. Man spricht dabei auch von SIBO. SIBO heißt Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Oder auf Deutsch heißt es Dünndarmfehlbesiedlung. Hört sich besser an, aber SIBO ist der gängige Begriff. Und SIBO tritt meist bei Patienten mit diagnostiziertem Reizdarmsyndrom auf. Die meisten, die man hier bei SIBO, die meisten Bakterien, die man hier findet bei SIBO, sind Streptokokken, Bacteroides, Escherichia Bakterien, Lactobacillus, Klebsiella und Aeromonas. Wenn ich mir diese Liste anschaue, also Streptokokken, Bacteroides, Escherichia, Lactobacillus, Klebsiella, Aeromonas, kommen mir 4 von denen, also Bacteroides, Escherichia, Lactobacillus und Klebsiella, die kommen mir sehr bekannt vor, als ganz normale Dickdarmflora. Ja? Die fallen mir hier auf. Die Bakterien, die verbrauchen die Nährstoffe, die eigentlich über die Dünndarmschleimhaut absorbiert werden sollen, um sie unseren Zellen zur Verfügung zu stellen. Also die Dünndarmschleimhaut absorbiert es, um uns zur Verfügung zu stellen, aber die Bakterien, die verbrauchen diese Nährstoffe, sodass sie uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das passiert auch mit Vitaminen, zum Beispiel Vitamin B12. Das wird von den Keimen verwertet und steht nicht mehr für unseren Stoffwechsel zur Verfügung. Das heißt also, die Betroffenen leiden vor allem unter Kalorienentzug und Vitamin B12-Mangel. Jetzt könnte man denken, gut, zwischendurch mal Kalorienentzug. Aber das ist gar nicht so unproblematisch. Sie werden gleich feststellen, was weiterhin noch hier passiert. Ja, noch ein Hinweis hier, die Bakterien selber produzieren Folsäure. Das heißt also, Folsäure wiederum wird uns zur Verfügung gestellt. Da besteht kein Mangel. Das ist ja auch ein Vitamin B. Die Bakterien dekonjugieren Gallensalze, wobei ein Mehr oder zu viel an diesen Bakterien, welche diese Gallensalze dekonjugieren, dann eben hier so viel Gallensalze produzieren, dass es die Mizellenbildung stört. Die Folge ist, dass Fettmalabsorption auftritt
Und wenn es um schweren bakteriellen Überwuchs im Dünndarm geht, dann sprechen wir auch von einer geschädigten Darmschleimhaut durch die Stoffwechselprodukte der Bakterien. Also die Stoffwechselprodukte und vor allem hier die Säuren, die entstehen aufgrund des Stoffwechsels der Bakterien, die lassen oder die schädigen die Darmschleimhaut sehr stark. Und wenn wir hier von Fettmalabsorption und geschädigter Darmschleimhaut sprechen, dann sprechen wir von Durchfall oder immer wieder auftretenden Durchfall. Das heißt also, Sie sehen hier, der Kalorienentzug, der kommt nicht ganz allein. Wie kommt es dazu, dass im Dünndarm zu viele Bakterien auftreten, sodass es zu Schädigungen kommt? Einmal, wie schon gesagt, bei Reizdarmsyndrom, wobei das ja, wie wir jetzt schon fast vermuten, sowohl die Ursache als auch die Folge bzw. das Symptom sein kann. Dann durch geringe Darmperistaltik, also wenige Darmbewegungen, die dafür benötigt werden, dass die Nahrung weiter transportiert wird und dann auch eben weiter verdaut wird, die fällt hier nur gering aus. Die Darmperistaltik führt dazu, dass die Nahrung sich wenig fortbewegt oder wenig bewegt an sich sogar. Das nennt man dann gastrointestinale Stase. Und die verursacht dann hier die bakterielle Überwuchung. Die Gründe hierfür, für diese geringe Darmperistaltik, kann zum Beispiel in der Anatomie liegen. Also zum Beispiel im Fremdkörper. Der Fremdkörper kann auch ein Gallenstein sein. Oder aber als Grund in der Anatomie, dass die Muskulatur des Darms, des Dünndarms, eben wenig beweglich ist. Und hat man auch beobachtet bei Hypothyreoidismus, also der Schilddrüsenunterfunktion, hier wird auch eben eine geringe Darmperistaltik beobachtet als Symptom. Ja, wie bemerkt man das Vorhandensein von SIBO, also Small Intestinal Bacterial Overgrowth, bei sich? Ja, man merkt das anhand von Blähungen, Meteorismus nennt man das, etwa eine Stunde nach dem Essen und, wie jetzt schon öfter gesagt, eben wiederkehrender Durchfall, der eben hier auftritt. Man kann einen Atemtest durchführen, und zwar wird der mit Glukosewasserstoff oder Lactulosewasserstoff wird hier ein Atemtest durchgeführt. Man atmet dann sozusagen in den Test hinein. Und da nutzt man dazu aus, dass die Darmbakterien sind diejenigen, die ausschließlich Laktose fermentieren. Das heißt also, man kann hier das sehr gut herausfinden. Und wenn hier bei diesem Atemtest die Gase Wasserstoff und oder Methan, je nachdem, welche Bakterien jetzt hier Überhang haben, wenn hier Wasserstoff und oder Methan im Atem vermehrt auftreten, das ist dann, oder überhaupt auftreten, das ist ein Hinweis für höheres Bakterienaufkommen im Dünndarm. Ja, jetzt wissen wir zunächst einmal, was passieren kann und wie es gemessen werden kann. Doch was können wir tun? Ja, wir sind ja hier im Agile Care Workshop und da geht es natürlich auch um Agile Care, um den Einsatz von Agile Care. Und hier mit Agile Care können wir gegen die Disbalance der Mikroorganismen vorgehen. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, gezielt und selektiv vorzugehen. Sie sehen hier in dieser Übersicht, die haben Sie in letzter Zeit schon öfter mal gesehen und Sie kennen sie also vielleicht von anderen Workshops. Es geht immer um Mikroorganismen auf Zellenebene, die unsere Zellen und deren Stoffwechsel stören, sodass die Zellen in die alkoholische Gärung des Zellplasma wechseln müssen, um Energie zu gewinnen. Das ist viel weniger Energie und außerdem ändert sich das Milieu um die Zellen herum, was noch mehr Mikroorganismen in diesem Bereich heranzieht. Die Lösung sieht die Eliminierung der Störer vor. Das kann mit Agile Care gezielt und selektiv geschehen, ohne Risiken für schädigende Nebenwirkungen.
Und in dem Beispiel von heute, also die Dünndarmfehlbesiedlung, lautet unsere Empfehlung wie folgt, Empfehlungen sind das ja mehrere. Einmal C885 Reizdarmsyndrom, wer hätte das gedacht? Dann A60 Dünndarm, geschwächter. Und ich habe Ihnen auch noch Anwendungen gegen die üblichen Verdächtigen, also diejenigen, die hier in Dysbalance zu finden sind beim Auftreten von SIBO, also A396 Streptokokken, SPPHC. HC heißt Hulda-Clark, also steht für die Forschung um Hulda-Clark. Dann BOE84 Bacteroides fragilis, auch die BOE281 Escherichia coli oder abgekürzt steht in Klammern E.coli. Dann A415 Klebsiella pneumoniae 1 HC, so heißt die Anwendung. HC wieder, dass sie um die aus der Forschung um Hulda-Clark kommt. Dann BOE47 Aeromonas hydrophila. Also diejenigen hier als unsere Empfehlungen bei dem Auftreten von SIBO. Das können Sie natürlich auch durchführen, ohne dass Sie eben die Diagnose gestellt bekommen haben. Das, Sie wissen ja, mit Agelcare genügt der Verdacht oder die Vermutung, dass hier etwas im Argen ist für Sie. Und da können Sie, weil wir ja ohne Risiken auf Nebenwirkungen mit Agelcare gegen die betreffenden Erreger vorgehen, können Sie auch probieren, ob das ein oder andere für Sie zutrifft und können das ganz gefahrlos tun. Ja, so viel zum Thema Dünndarm, Dünndarmfehlbesiedlung, SIBO und auch unsere Empfehlungen mit Agelcare. Ich habe Ihnen noch eine weitere Beschreibung mitgebracht. Wir haben eine Rückmeldung erhalten von einem Anwender und die möchte ich Ihnen sehr gerne mitteilen und habe jetzt hier eine kleine Überleitung, weil das jetzt erstmal nichts mit SIBO zu tun hat und starte damit jetzt hier. Wir kamen Anfang Oktober diesen Jahres, haben wir eine Anfrage erhalten von einem Anwender, der hat uns geschrieben: Im Februar 2022 hatte ich eine OP an der Prostata. Inzwischen habe ich immer mehr Probleme beim Wasserlassen. Mein Urologe hat mich in die Urologie überwiesen mit folgender Begründung: zur subvesikal heißt unterhalb der Harnblase, Desobstruktion, das ist die Abtragung oder Verkleinerung bei hochgradiger Enge in Prostata HR wie Harnröhre. Also das ist jetzt hier die Schreibweise des Arztes, mittels Flexzystokop nicht überwindbar. Das ist also die Erklärung, warum jetzt da diese Überweisung vom Urologen in die urologische Abteilung der Klinik erfolgte. Wir bekamen auch noch die Frage, ob hier die Möglichkeit besteht, durch Anwendung von Agelcare die OP zu vermeiden. Es ist verständlich, dass wir diese Frage gestellt bekommen, aber das können wir erstens nicht wissen und auch nicht beantworten. Das haben wir aber auch so mitgeteilt, dass wir in keiner Weise sagen können, ob damit, also durch den Einsatz von Agelcare, die OP vermeidbar ist. Aber wir empfehlen Folgendes, nämlich täglich mindestens einmal die Anwendung C1322. Sie heißt Prostata vergrößert. Und in Klammern sehen Sie noch, siehe Prostatitis und andere Prostata-Anwendungen sowie Streptokokken allgemein. Ja, also das als Hinweis vom erforschenden Institut, was dort in Klammern steht zur Anwendung. Also hier unsere Empfehlung. Und wie gesagt, heute bekamen wir die Rückmeldung dann von dem Anwender. Die von euch empfohlenen Programme vor der OP habe ich durchgeführt. Die OP war nicht zu vermeiden. Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, führte ich A28, das ist Anästhesiegifte, Ausleitung von, und A351, Wundheilung in Klammern bei Gefahr von Infektionen durch. Also diese beiden Programme hat derjenige selbst für sich herausgesucht für den Moment,
als er direkt nach der OP aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Und ich schreibe noch weiter, nach einer Anwendung von A351, also Wundheilung bei Gefahr von Infektionen, gab es kein Nachbluten mehr. Herzlichen Gruß und vielen Dank für eure Hilfe. Ja, diese Nachricht, das können Sie sich vorstellen, hat uns sehr gefreut und wir wünschen dem Anwender weiterhin alles Gute und sehr gutes Gelingen beim Vorgehen mit AgilCare. Ja, vielen Dank auch sonst für Ihre Rückmeldung und Mitteilung an uns. Uns ist sehr daran gelegen, uns mit Ihnen auszutauschen und von Ihnen zu erfahren, wie Sie zurechtkommen. Wir freuen uns, wenn Sie sehr gut zurechtkommen und wenn das auch dazu führt, dass Sie AgilCare anderen für sich empfehlen, sodass Sie ebenso wie Sie es zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität einsetzen können. Dafür bedanken wir uns sehr gern mit einer Tippprovision in Höhe von 150 Euro pro empfohlenen Gerät, welches in unserem Shop gekauft wird. Das gilt auch im Übrigen für den Fall, wenn Sie für sich oder Ihre Familie ein weiteres AgilCare-Gerät kaufen. Selbstverständlich gilt dann auch die Regel der Tippprovision. Also vielleicht planen Sie ein solches Weihnachtsgeschenk zum Beispiel oder ähnliches. Das kann man sehr, sehr gut damit verbinden, wenn das in Ihren Vorhaben ist. Ja, vielen Dank schon einmal für Ihr Engagement diesbezüglich. Wie Sie am besten mit uns kommunizieren, steht hier auf dieser Folie. Sie haben ja beide Übersichten, sowohl diejenige über die Tippprovision als auch die hier mit den Kommunikationswegen zu uns. Die haben Sie auch in Ihren Vortragsunterlagen, die Sie sich eventuell heruntergeladen haben. Und somit können Sie auch immer darauf zurückgreifen. Ja, außerdem möchte ich es nicht vermeiden, auch hier nochmal auf unser Symposium einzugehen. Nächstes Jahr Symposium am 22. März 2025. Wir sind diesmal in Meerane, nicht in Storkow, in Meerane, in Thüringen bzw. Sachsen. Das weiß man immer nicht. Kommt drauf an, durch welche Tür man geht in dem Hotel. Also dort findet das Symposium statt. Und deshalb gibt es auch noch Plätze und es gibt auch noch vergünstigte Vorverkaufspreise für die Tickets, sodass sich also schnell sein auch noch sogar preislich lohnt. Und wir freuen uns natürlich auf Sie in Meerane am 22.03.25. Wir freuen uns auf ein Treffen mit Ihnen. Ja, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen, die Sie im Chat gestellt haben und die wir Ihnen natürlich sehr gern hier auch beantworten.